Ja, Leute, wir sind gerade beim Covermode zu Engaching bei München und ich darf mir jetzt ein neues Projektbike aussuchen. Oh, ich weiß aber nicht, was ich nehmen soll. Hier so eine Z650. Oder hier so eine Z1000 SX. Versus. Versus 650. Doch eine Z900. Oder Z1000. So, da hinter mir steht sie, hier Z900 in Schwarz-Grau mit dem grünen Rahmen. So wollte ich sie unbedingt haben und so habe ich sie mir auch ausgesucht, weil ich finde das die geilste Farbe überhaupt. Ja, das Motorrad wird jetzt ein Tuning-Projekt, das heißt, wir bauen zusammen mit euch in Verbindung mit Covermotor, ich und ihr quasi, bauen dieses Motorrad um. Es werden halt Sachen wie Auspuffanlage und so weiter, alles mögliche gemacht. Es werden auch verschiedene Auspuffanlagen getestet, dass ihr auch mitkriegt, wie hört sich welche Anlage an. Und die, die ich dann am besten finde, die bauen wir dann quasi dran. Und so weiter. Es wird vielleicht noch Farbveränderungen geben und noch viel, viel mehr. Es sind natürlich jetzt schon ein paar Sachen geändert für die, die geschulte Augen sozusagen haben. Was schon geändert sind, sind hier vorne Mini-Blinker. Die sind hier schon dran, oder? Zoom, zoom, zoom. Hier ganz, ganz kleine Mini-Blinker. Die müssten, glaube ich, von Rizoma sein. Ich weiß es sogar gar nicht. Und ich habe schon ein anderes einen anderen Kennzeichenhalter. Einfach einen kürzeren. Weil, ja, wisst ihr selber, der ist von Rizoma auf jeden Fall, wen es interessiert. Und schaut halt einfach schon mal besser aus von Anfang, dann hat man da nicht gleich dieses Riesenheck. Und ganz wichtig für mich, da ich ja 1,88 groß bin, war das für mich ein Muss. Und das hat der Daniel vom Covermotor eigentlich auch gesagt, dass das das Wichtigste an dem ganzen Motor ist für mich, ist hier die hohe Sitzbank von Kawasaki. Weil ich brauche die einfach, sonst wäre mir das Motorrad wirklich ein bisschen zu niedrig. Aber genau, mehr ist jetzt erstmal noch nicht gemacht. Es werden auf jeden Fall viele, viele, viele tolle Videos mit dem Motorrad kommen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal beim Covermotor, weil das wirklich, wirklich eine coole Aktion ist. Und ich bin sau geflasht, wo die mir das vorgeschlagen haben, weil es wirklich, wirklich toll ist. Und ich freue mich schon richtig drauf, das zusammen mit denen zu machen und euch da mal zu zeigen, wie cool eigentlich so eine Z900 ausschaut. Und das Beste ist, wenn dieses Motorrad dann irgendwann fertig ist, dann werde ich das Motorrad wieder abgeben und dann habt ihr die Chance, dieses Motorrad quasi zu kaufen und könnt es dann erwerben und das wird wahrscheinlich ein relativ attraktiver Preis. Genau, und dann würde ich sagen, rede ich jetzt gar nicht viel weiter, sondern dann ziehen wir uns jetzt nochmal auf dem Motorrad. Das gute Stück läuft jetzt zum ersten Mal. Ich habe es jetzt gerade angemacht, ich lasse jetzt auch mal noch so ein bisschen kurz laufen, weil das Ding hat wirklich 1 Kilometer drauf, also das ist brand new, out of the box. Ja, 1 Kilometer hier und es ist eh kein Sprit drin, wir müssen jetzt eh gleich nochmal tanken fahren. Aber wie gesagt, ich lasse den Hobel jetzt erstmal ein bisschen warm laufen und dann fahre ich wirklich mega piano, das Ding hat keine Kilometer drauf, erstmal los. Aber ich würde sagen, wie ich so ein Motorrad einfahre, das seht ihr dann in einem anderen Video, das möchte ich euch separat zeigen, auf was ich da achte, auf was auch
auf was man achten sollte beim Einfahren. Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, warum es die Z900 geworden ist. Ich war damals ja, wer den Testbericht gesehen hat, den verlinke ich auch mal hier oben, wahnsinnig begeistert von der Z900 und ich bin jetzt die ersten 19 Kilometer im Schleichtempo gefahren und ja, es ist ein Hammermotorrad und ich wollte halt auch wenigstens ein bisschen was mit Leistung. Ich habe auch überlegt Z650 oder so, aber mir gefällt diese Z900 halt wahnsinnig gut und es wäre auch wirklich ein Motorrad, was ich mir selber kaufen würde. Und darum habe ich mich für die Z900 entschieden und Farbe habe ich mir auch so ausgesucht, also da jetzt bitte wenn den Hate auf mich. Ich hätte mir die Farbe, konnte ich mir komplett aussuchen, ich habe mir alle drei Farben in Natura angeschaut und für mich war aber im Vornherein schon klar, dass es dieses Grau-Schwarz mit dem grünen Gitterrohrrahmen sein wird, weil ich diesen Gitterrohrrahmen halt wahnsinnig geil finde in dieser grünen Lackierung. Ja genau, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wie ihr euch auf das Projekt freut, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe mega Bock, Carbamotor hat auch mega Bock und wir freuen uns mega, das zu machen und sind schon mega gespannt, wie es bei euch ankommt. Und ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch gefällt, lasst den großen blauen Daumen da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Servus auf dem Wieders-Channel.